die Affäre um radioaktive Experimente während und nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA weitet sich aus. Die Menschenversuche wurden von der US-Energieministerin O'Leary enthüllt. Die spontane Reaktion der zuständigen Energieministerin war Schock und Entsetzen über das, was sie in den Archiven ihres Hauses gefunden hatte. Strahlenexperimente an unwissenden Menschen. Im atomaren Rüstungswettlauf des Kalten Krieges waren Amerikas Forscher genauso rücksichtslos, wie sie es ihrem Gegner im Osten unterstellten. Soldaten wurden bei Atomversuchen bewusst radioaktiver Strahlung ausgesetzt. An vielen Universitäten experimentierten die Ärzte an Zivilisten. Sogar Frauen und Kindern wurde Plutonium gespritzt, um die Wirkung der radioaktiven Strahlung auf den menschlichen Körper zu erforschen. Twain Sexton starb mit 6 Jahren an Leukämie, ein Jahr, nachdem ihm hohe Dosen strahlende Substanzen eingegeben wurden. Thomas Cochran wurde vor 30 Jahren ohne sein Wissen Plutonium gespritzt. Damals bekam er $100 für die Teilnahme an dem Versuch. Jetzt wartet er den Rest seines Lebens auf Krebs. Und der Skandal weitet sich aus. Sogar mit den Veteranen in den Militärkrankenhäusern wurde ohne deren Wissen Versuche unternommen. Über 1000 Fälle sind bisher bekannt. Amerikas Öffentlichkeit ist schockiert. Man vergleicht hier diese Versuche mit den Untaten der Nazis in den Konzentrationslagern. Bill Clinton hat für heute Experten ins Weiße Haus beordert. Er fordert schonungslose Aufdeckung aller Fälle und die Prüfung von Schadensersatzansprüchen. Welchen Umfang dieser Skandal noch annehmen wird, ist heute aber noch gar nicht abzuschätzen.